Heimspiel an der alten Försterei. Union Berlin empfing Arminia Bielefeld. Union mit einem zielstrebigen Angriff. Aboni, wunderbare Flanke und dann diese Kopfballmöglichkeit. Dann nach einer halben Stunde auch mal die Bielefelder mit einer Flanke und dann ein ganz, ganz unglücklicher Zusammenstoß. Und ja, wir wünschen natürlich an dieser Stelle gute Besserung. 38. Spielminute von Christopher Trimmel aufgelegt. Schade, schade. Die Bielefelder. Robin Hack zieht nach innen und dann Lute macht sich ganz lang. Wirklich Weltklasse. Pariert. Und dann gab es auch eine Kopfballmöglichkeit für Trimmel. Die eingewechselten Geraldo Becker und Kevin Behrens waren dann mit an diesem Angriff beteiligt. Kruse auf Becker, Becker auf Behrens und Behrens macht das Tor in der 88. Spielminute. Sein erstes Tor in der Bundesliga. Und es war am Ende auch der Siegtreffer. Und wie großartig macht er das. Nimmt den Ball an, mit dem Rücken zum Gegner. Dann kommt die Drehung und dann geht der Ball ins Netz. Der Sieg war glücklich, vielleicht ein bisschen dreckig, aber wichtig. So kann es weitergehen. Dann unter der Woche jetzt in der Conference League gegen Maccabi Haifa. Mir geht's super. Heute mein erstes Tor geschossen. Vor Union in der Bundesliga. Ich bin sehr, sehr happy. Ja, mir geht's gut. Schreib uns mal das Tor, bitte. Boah, ist ein langer Ball. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Langer Ball. Geraldo spielt dann quer auf mich und ich nehme zwei in Kontakt, drehe mich dann und schieße dann ins Tor. Ja, genau. Geiles Ding. Bielefeld hat es euch ganz schön schwer gemacht, oder? Ja, klar. Das wussten wir vorher, dass die Qualitäten haben, vor allem auch auf diesen langen Ball, auf Klos und dann die zweiten Bälle. Ja, mussten wir sagen, hatten wir Schwierigkeiten mit, da unsere Lösungen dann mit dem Ball zu finden. Verteidigt haben wir es eigentlich ganz okay. Klar, in der zweiten Halbzeit gab es ein, zwei Torchancen für die. Aber ja, dann muss man auch mal ein bisschen das Spielglück haben und so ein Spiel für sich entscheiden. Ja, dass es mega eklig wird, das wussten wir. Wir müssen einfach in der ersten Halbzeit ein, zwei Dinge machen. Dann spielt sich auch das ganze Spiel leichter noch. Das haben wir leider verpasst. Dann hat Arminia zwei Riesenchancen, glaube ich. Und ja, zum Schluss raus hat man, glaube ich, gemerkt, bei Arminia war einfach so ein bisschen auch die Puste weg. Wir haben nochmal richtig Dampf gemacht und ja. Kevin macht das natürlich überragend und ja, freut mich auch mega für ihn, dass er hier die Bude macht. Ja doch, wie sagt man, Arbeitssieg kann man so unterschreiben. Ja, geil, dass wir uns belohnt haben für den Kampf, den wir angenommen haben und hier zu Hause ja, das Ding gezogen haben, mit 1:0 gewonnen haben. Ja, geil, einfach überragend.